Geschätzte Damen und Herren, herzlich willkommen. Wir sind fast ein bisschen überfahren da mit den vielen Leuten, aber ich glaube, jetzt sitzen dann bald alle. Es ist so eine Sache mit so einem Vortrag. Nicht? Man hat gewisse Sachen erfahren, man hat gewisse Sachen gesehen, man hat gewisse Sachen bearbeitet und ist dann so mit Eintopfmedien konfrontiert, wo man überall das Gleiche liest und wo man dann selber den Eindruck hat, das habe ich doch ein bisschen anders erfahren, da habe ich doch andere Zusammenhänge vorgefunden. Ich habe mit Leuten können reden, die eine andere Beleuchtung von den Ereignissen gern. Und aus dem heraus kommt dann natürlich das Bedürfnis, wenn man da immer liest und immer das Gleiche liest, dann sagt ja, man sollte vielleicht einmal noch etwas anderes präsentieren. Wobei, ich sage Ihnen, was ich persönlich erfahren habe, was ich persönlich gesehen habe, erlebt habe, was ich persönlich weiter bearbeitet habe im Zusammenhang mit dem Erlebten, und zu was für Schlussfolgerungen ich da dabei gekommen bin. Ich behaupte nicht, ich hätte den Stein der Weisen gefunden. Aber ich glaube, ich kann Ihnen gewisse Aspekte vermitteln, die Sie eben an anderen Orten nicht überkommen und wo ich persönlich dafür gerade stehe, dass ich so erlebt habe und diesen Zusammenhang festgestellt habe. Also, ich werde jetzt etwa eine Stunde reden und Ihnen sagen, auf was für Gedanken man kommt, wenn man sich fragt, wer regiert denn eigentlich das Land? Und wenn man sich fragt, was bedroht denn eigentlich das Land, wo wir da drin leben? Das ist eigentlich Motivation, warum dass wir das machen. Man ist ja schon alarmiert, wenn man einen Vertragsentwurf sieht. Man hat darüber geschrieben, Common Understanding, also über das hat man sich schon geeinigt, das soll der Inhalt vom Vertrag werden. Und in dem Vertrag steht da drin, dass die Gegenseite, der Partner oder wie man dem sagt, dass der das Recht überkommt, zu verlangen, dass wir rückwirkend etwas ändern, was bei uns beschlossen worden ist, nach den Regeln, wie man bei uns Beschluss fasst. Aber das passt im anderen nicht. Und dann kann der kommen und sagen, also der Beschluss, den wir dort mal gefällt haben, der muss revidiert werden, wir wollen den anders haben. Ich meine, was ist denn das für ein Land oder was ist denn das für eine Regierung, wo so etwas im Voraus zustimmt? Also, so handelt zum Beispiel, oder muss, eine Kolonie handeln. Aber ein Land, wo eigenständig ist, wo festgelegt hat in einer Verfassung, wie da Beschlüsse zustande kommen, das kann doch nicht zustimmen, dass man einem Partner sagt, einem Vertragspartner, also wenn dir etwas nicht passt von früher, dann nachher darfst du selbstverständlich von uns verlangen, dass wir das ändern. Und hast sogar das Recht, wenn wir es trotzdem nicht würden ändern, Strafmassnahmen gegen unser Land zu fassen. Das ist ja so vorgesehen in dem sogenannten Paketvertrag, oder wie es dem jetzt, Sie wissen noch nicht, wie Sie es sagen wollen. Sie hätten gern gesagt, bilaterale 3. Aber dann hat Brüssel gesagt, nein, so nennen wir das nicht. Brüssel ist wenigstens so ehrlich und sagt, es sind nicht zwei Gleichwertige, die da miteinander bilateral verhandeln, sondern die einen, die befehlen und die anderen sagen, ja, wir passen uns an. Das ist halt schon nicht gerade so bilateral ebenbürtig. Und eben, da stellt sich dann schon die Frage, wer regiert denn da das Land, wenn jemand von außen sagt, es ist alles gut und recht, was ihr beschlossen habt, aber wir sagen jetzt, was er da früher mal gemacht hat, wird jetzt korrigiert. Also beispielsweise, der Entscheid, der Volksentscheid gegen die Masseneinwanderung
kann natürlich Brüssel sagen, ja, das stimmt nicht so überein mit dem, was wir als Personenfreizügigkeit verstehen. Wir anerkennen, dass sie das mal beschlossen haben, aber jetzt müssen wir das ändern. Das muss jetzt passen auf das, wie wir das vorgehen. Das ist also durchaus möglich, meine Damen und Herren, dass das eine Konsequenz könnte sein, wenn wir dem Vertrag würden zustimmen. Und da muss man also schon sagen, da kommt die Bedrohung von innen vom Land, die kommt gar nicht von außen. Die probieren einfach aus. Und wenn dann wir eine Regierung haben, die einen Vertrag unterschreibt und sagt, ja, selbstverständlich, dann parieren wir dann, wenn wir da noch irgendetwas auszusetzen haben, dann sind wir doch eigentlich von innen bedroht. Jetzt haben wir einen Außenminister in unserem Land, wo sich unglaublich versucht zu profilieren, weltweit. Er redet jetzt von Friedenskonferenz. Damit kommt er jetzt aber ein bisschen flach raus. Weil die da kämen, an diese Konferenz, die wollen natürlich keinen Frieden, sondern die wollen, dass der eine, der kommt da gar nicht, dass der verurteilt wird, dass der brandmarkt wird. Also die wollen aus dieser Konferenz einen Appell machen, dass man den Krieg fortsetzt, dass man ihn möglichst sogar verstärkt fortsetzt. Und das ist jetzt für die Schweiz schon etwas Eigenartiges. Bis jetzt hat die Schweiz als neutrales Land darauf hingewirkt, dass man Differenzen, wenn nicht bereinigt hat, aber doch am Verhandlungstisch gebracht hat. Dass man sagt, versuchen, kommen so weit, dass man am Verhandlungstisch Differenzen auf den Tisch legt und dann versucht man, zu Lösungen zu kommen und vielleicht braucht man einen Vermittler, da hat die Schweiz schon Talent bewiesen, dass sie das kann. Das ist bis jetzt der Weg gewesen und das ist ein Weg gewesen, wo man natürlich ganz klar kann sagen, das ist ein Weg, der zum Frieden geführt hat, zum Frieden führt. Aber das will man jetzt nicht mehr. Und man ist damit konfrontiert, dass die eine Partei zu der Schweiz jetzt sagt, ihr seid ja gar nicht mehr neutral, also da kommen wir nicht mehr. Man hat die Neutralität preisgegeben. Neutralität verlangt natürlich, dass die von außen anerkennen, dass man neutral ist. Und die Schweizer sind einmal so gescheit gewesen, nämlich im Wiener Kongress, dass sie damals verlangt haben, aufgefordert haben, dass alle Grossmächte, die dort teilgenommen haben, die Neutralität von der Schweiz ausdrücklich anerkannt haben. Und das anerkannt haben, dass das ein Teil vom internationalen Völkerrecht ist, wo natürlich zur Konsequenz hätte, dass die Schweiz dann, wenn einer sagt, ja, jetzt wenn wir nichts wissen von Neutralität, die müssen auf unserer Seite mitmachen, dass man dann dem sagt, ja, halt, wenn das nicht anerkannt wird, dann verletzt du Völkerrecht. Und da muss ich Ihnen sagen, ich bin vollendet überzeugt. Ich meine, wo da die Amerikaner gekommen sind, da die Regierung Biden und gesagt haben, es wird dann Konsequenzen haben auf dem Finanzmarkt, wenn wir nicht mitmachen an diesen Sanktionen gegen Russland. Wenn man denen gesagt hätte, ihr verletzt Völkerrecht, wir könnten sogar an einen Völkerrechtsgerichtshof gehen und euch anklagen dafür. Ich bin völlig überzeugt, das wollen die Amerikaner nicht. Die haben es einfach probiert und gesagt, ja, vielleicht knicken sie, dann ist gut und recht und sonst vergessen wir es dann wieder. Aber wir haben keine Regierung mehr, die so selbstbewusst auftritt, auch gegenüber einer Grossmacht und aufs Recht pocht, wo verbrieft ist. Wir haben jetzt also Krieg in Europa. Ein Krieg, der jetzt schon 2 Jahre dauert, wo man nicht absieht, wie lange das er noch dauert, wo unglaubliche Verluste fordert auf beiden Seiten, wo man für den letzten Sommer gesagt hat, jetzt kommt eine Gegenoffensive von dem, der angegriffen worden ist, und die wird dann das Resultat bringen. Und die Gegenoffensive
ist zwar angefangen worden, aber die ist sehr rasch stecken geblieben. Jetzt hat man einen Stellungskrieg. So wie es im Ersten Weltkrieg war. Die beiden Kriegführenden bilden eine Front, probieren es immer wieder. Was besonders schlimm ist, die Front ist vor allem in der Städte. Es gibt keine offene Feldschlachten, sondern es ist Häuserkampf in der Städte. Und das, meine Damen und Herren, das ist etwa die verlustreichste Kampfweise, die es überhaupt gibt. Das ist unglaublich, in was für einem Ausmaß da junge Leute das Leben lassen oder verstümmelt werden. Und die Leute, die in diesen Städten wohnen, sind wochenlang in den Keller. Und es passiert eigentlich nichts mehr. Vielleicht einen kleinen Geländegewinn da oder einen kleinen Geländegewinn dort. Aber eigentlich ist es erstarrt. Und da stellt sich doch einfach die Frage, ja, wie lange soll jetzt das noch so weitergehen? Ich meine, natürlich auf der westlichen Seite sagt man, ja, man müsste, der Putin muss weg und so. Ich meine, kann sich jemand vorstellen, dass das in realistischer Zeit möglich ist, dass man das Russland besiegt oder dass man den Putin von seiner Stellung verjagt? Ich meine, wenn das Kriegsziel ist, meine Damen und Herren, dann wird der Krieg noch 10 Jahre gehen oder noch länger. Und ich habe ein bisschen den Eindruck gehabt, das ist ein bisschen arrogant sagen. Die da für den Krieg sind, die sagen im Grunde genommen, wir gehen ja nicht. Der Krieg soll dauern bis zum letzten Ukrainer. Die sollen die Arbeit machen, wir gehen nicht. Ja, Frau Baerbock, die da gesagt hat, wir sind mit Russland im Krieg, oder? Hat eine grosse. Aber was das bedeutet, ob jetzt nicht einer müsste kommen, eben ein Neutraler, der sagt, so, jetzt müssen die Vernünftigen auf beiden Seiten einmal miteinander in Kontakt kommen, solche, die einen gewissen Einfluss haben, damit man die da Krieg führen, kann überzeugen, er könnte die Differenzen eben auch am Verhandlungstisch, ohne dass 10'000 müssen das Leben lassen, ohne dass 10'000 verkrüppelt werden, könnte er die lösen. Das wäre die Aufgabe, die die Schweiz jetzt hätte. Die könnte sie, wenn sie neutral wäre, könnte sie die Aufgabe übernehmen, auf die würde man hören. Aber wenn sie natürlich Neutralität aufgegeben hat, wie es jetzt faktisch der Fall ist, dann sagt die eine Seite, ja, wenn die sind ja da, die boykottieren uns, was sollen wir da machen? Die sind bei den Kriegsersatzmaßnahmen vom Westen sind die dabei. Also die sind nicht glaubwürdig für uns. Das ist ein grausamer Jammer, dass niemand da ist, der die Aufgabe jetzt übernehmen kann. Nicht die Aufgabe kann der übernehmen, der im betroffenen Gebiet selber kein Interesse hat, wo nicht selber irgendeine grosse Anlagen oder Fabriken besitzt oder weiss ich was, sondern wo wirklich als der neutrale Vermittler kann handeln. Der braucht es jetzt, aber der fehlt. Und es braucht es auch, wenn man wette, zu einem Ergebnis kommen, dann müsste man halt schon mal die Vorgeschichte von dem Krieg anfangen. Das entschuldigt die Angriffshandlung der Russen nicht. Aber wenn man zu einem Ergebnis kommen will, dann muss man doch wissen, aus welchen Gegensätzen heraus ist das entstanden, was jetzt stattfindet. Und dann muss man die Politik, die unter 3 demokratischen Regierungen in den USA stattgefunden hat, die muss man halt in Gottes Namen anschauen. Das hat angefangen beim Herrn Clinton. Dort, zu selben Zeitpunkt, gerade nach dem Zerfall von der Sowjetunion, wo Russland, das junge Russland, das da wieder erstanden ist, natürlich schwach war. Aber dort hat es auf beiden Seiten Leute gehabt, die gesehen haben,
jetzt gibt es eine Chance, einen Interessenausgleich zu schaffen. Also, beide Seiten legen auf den Tisch, was sind unsere elementaren Interessen, die wir in Osteuropa haben. Und da ist es. Ich meine, da können Sie jeden Russ fragen, da müssen Sie gar nicht den Präsidenten fragen, da können Sie jeden Russ fragen. In der russischen Geschichte ist verankert, dass sie wissen, dass sie ihre Westgrenze, Grenze gegen Westeuropa, die kann man eigentlich nicht verteidigen. Die Schweizer Geschichte hat einmal eine Laserreise gemacht, wo wir in der Ukraine waren. Das war 2008. Und da sind wir da in der Nähe der Grenze gewesen. Und dann habe ich zum Buschauffeur gesagt, er soll anhalten und sollen alle aussteigen. Und dann haben alle gesagt, was müssen wir jetzt da aussteigen? Da hat es ja gar nichts, oder? Gar nichts. Es war so eine steppenartige Landschaft gewesen, Topf eben. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist ja das Wesentliche, dass es da nichts hat. Stellt euch jetzt vor, ihr müsst die Grenze verteidigen, die da ist. 3000 Kilometer topfebenes Gebiet. Wie macht man das? Und da sagt ihnen jeder Russ, ja, der Napoleon ist durchgekommen, der Hitler ist auch durchgekommen. Man hat ihn dann zwar in beiden Fällen hat man sie wieder rausgebracht, aber unter unglaublichen Verlust. Wir haben mit der, wir machen ja da all Herbst militärhistorische Reise von der Schweizer Zeit aus. Und da sind wir mal in Karelien gsi und haben den Abschluss in St. Petersburg gehabt. Und da sind wir noch einen Tag in dem St. Petersburg gsi und dann habe ich gefunden, ja, also wenn wir dort sind, dann wollen wir den Tag noch nutzen und mal ein bisschen etwas erfahren über die Belagerung, die tausendtägige Belagerung von Leningrad im Zweiten Weltkrieg. Dann, also nach einigem Suchen, haben wir eine hervorragende Führung bekommen. Sehr eine eindrückliche Führung. Und haben aus dieser Stadt aus erfahren, wir sind also fast 1000 Tage belagert worden, aber es ist nie erobert worden. Bevor die Belagerung angefangen hat, haben es 3 Millionen Einwohner gehabt. 1 Million hat können flüchten. Und zwar im Winter, wenn da die Meeresbucht von St. Petersburg gefroren war, hat es die deutsche Wehrmacht nie fertig gebracht, den Ring ganz zu schliessen. Und dort sind sie rausgekommen, solche, die geflohen sind. Also 1 Million hat können flüchten während diesen 1000 Tagen. 1 Million hat überlebt. St. Petersburg hat nur 1 Million Einwohner gehabt, als die Belagerung fertig war. Und 1 Million ist umgekommen. Aber die sind nicht umgekommen in Kampfhandlungen. Die sind verhungert. Die Stadt ist verhungert, was die noch alles gegessen haben. Da in dieser unglaublichen Situation, wo sie waren. Und wenn sie dann hören, es gibt keine Familie in dem St. Petersburg, die nicht betroffen ist. Und die wissen das, das war der Grossvater oder so. Also die Grenzfrage spielt für die Russen eine eminent wichtige Rolle. Und warum kann man von den Nachbarländern, die westlich davon sind, nicht sagen, respektieren das? Das ist nicht das Interesse von Herrn Putin. Man ist nicht Putin-Versteher, wenn man das realisiert. Das ist das Interesse von den Russen, die in diesem Gebiet wohnen. Warum kann man das nicht respektieren? Das ist der Grund, warum das der Gorbatschow war das, natürlich in einer schwachen Position damals, dass er gesagt hat, wir wollen nicht, dass die NATO bis an unsere Grenzen herankommt. Das schauen wir als eine feindselige Haltung an. Wir ziehen uns zurück aufs eigentliche Russland, aber wir wollen nicht, dass die NATO mit ihrer überlegenen Bewaffnung, die sie hatte, bis an die Grenzen herankommt. Und das haben die Deutschen
der Herr Kohl, der Herr Genscher, die haben das bestens verstanden. Der Herr Mitterrand hat es verstanden. Die Engländer haben es verstanden. In Amerika hat es der George Bush Senior als Präsident verstanden. Der James Baker, sein Außenminister, hat das im Kreml die Botschaft überbracht. Sie respektieren das. Dann ist aber der George Bush nicht mehr gewählt worden. Und der Clinton ist an die Macht gekommen. Und dort ist dann die Idee gekommen, die von einem Berater, der die Demokraten hatte, dem Herrn Brzezinski gekommen ist, der gesagt hat, wenn er die Russen abschneidet vom Schwarzen Meer, dann könnte die nicht mehr gross gemacht werden. Und das hat die Ukraine, den Ukraine-Zwist ausgelöst. Ich meine, Russland hat ja die Ukraine die Unabhängigkeit entlassen. Und dann haben die, das sind immer die demokratischen Regierungen in Amerika. Man kann nicht einfach sagen, es ist die USA gewesen. Es sind die demokratischen Regierungen gewesen. Die haben gesagt, wir müssen das in unter unseren Einfluss bringen. Und an dem ist natürlich der Zwist entstanden. Ich bin in den 90er Jahren, unmittelbar nach dem Zerfall von der Sowjetunion, bin ich 1995 in den Nationalrat gekommen, bin dann der OSZE-Delegierte gewesen, und dort hat es Ukraine-Gruppe gehabt. Dort muss ich Ihnen sagen, bis zu diesem Moment habe ich doch gar keine Gedanken verloren an die Ukraine. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, das ist eine heikle Frage. Die könnte heiß werden, wenn man auf der anderen Seite kein Verständnis hat für die Situation, wo die Russen drin waren. Und dann hat man also natürlich dann schon eigenartige Sachen gemacht. Aber ich muss Ihnen sagen, die Botschaft, dass wir einen Interessenausgleich finden, der ja auch wirtschaftlich eine Zeit lang bestens funktioniert hat. Russland hat sehr günstige Rohstoffe für die Industrie, für die Wirtschaft in Westeuropa. Ist das natürlich eine grossartige Partnerschaft gewesen, dass man derart günstig zu Rohstoff gekommen ist, wo man da verarbeitet hat und dann natürlich gut hat können verkaufen. Und das ist jetzt zu. Jetzt sieht man, was mit Deutschland passiert. Deutschland ist am stärksten vom Abbruch von dem Rohstoffnachschub betroffen. Und man sieht jetzt, was mit der deutschen Industrie passiert, was mit der deutschen Wirtschaft passiert. Aber das betrifft natürlich ganz Europa. Also man hat die Möglichkeit von einer stabilen Ordnung, die auf einem Interessensausgleich bestanden hat, die hat man also gründlich verspielt. Indem man jetzt da den Waffengang macht. Und das muss man einfach, wenn man daran interessiert ist, dass man zu einer Lösung kommt, dann muss man wissen, was der Auslöser war für den Zwist, der da entstanden ist. Und man muss aufhören, wer vermittelt, der darf nicht moralisieren, der darf nicht sagen, du bist der Böse und du bist der Lieb. Das gibt es sowieso nicht in den Krieg. Das kann man nie unterscheiden. Sondern man muss sagen, ihr habt die Interessen und ihr habt die Interessen. Und jetzt müssen wir versuchen, im Gespräch zu einer Lösung zu kommen. Das ist die Aufgabe vom Neutralen. Ich nehme da immer einen Vergleich von einer Schweizer Persönlichkeit, wo ich glaube, die hat ganz grosse Verdienste gehabt auf dieser Ebene. Das war der Major Max Weibel. Der hat am Ende des Zweiten Weltkriegs Basler Truppen befehligt, die in Tessin im Grenzschutz im Einsatz gestanden sind. Auf der anderen Seite der Kommandant von der sich zurückziehenden deutschen Wehrmacht war ein SS-General Wolf. Das war ganz ein übler Sieg. Kann man nicht anders sagen. Das war ein Schurk, was nur ein Schurk ist. Aber der Weibel hat, wo bekannt worden ist, dass die den Hitlerbefehl bekommen haben, wenn ihr euch schon zurückziehen müsst, dann macht ihr das Oberitalien auch im Erdboden gleich. Insbesondere Mailand soll zerstört werden. Das war ein Befehl vom Hitler. Da ist der Weibel gegangen zu dem Wolf und hat gesagt, ihr wisst ja auch, der Krieg ist vorbei, er ist verloren. Jetzt tut nicht nochmal ein Kriegsverbrechen darauf aufladen, das völlig sinnlos ist.
Jetzt geht es einfach darum, dass das Oberitalien intakt bleibt. Und er hat es fertig gebracht. Ich meine, er hat es fertig gebracht, indem er einen, der wirklich eine ganz übere Figur war, gesagt hat, das tun wir jetzt in den Hintergrund stellen, das ist jetzt nicht das Wichtigste. Wichtig ist, dass das Oberitalien nicht zerstört wird. Das kann der Neutrale. Das ist die Aufgabe vom Neutralen. Der SS-General Wolf ist dann nachher vor das Kriegsgericht gestellt worden und er ist verurteilt worden, hat seine Strafe bekommen. Aber das war eine andere Phase gewesen, nach dem Krieg. Dort ist es darum gegangen, jetzt nicht nochmal eine ganze Region der Zerstörung auszuliefern. Und jeder, der sagt, ja, was nützt jetzt da das Verhandeln? Der muss einfach wissen, die Alternative ist Eskalation vom Krieg. Oder? Wo das angefangen hat, hat es dann einmal geheißen, man sollte die Flüger liefern. Haben alle Länder gesagt, nein, also Kampfflüger, nein, das nicht, oder? Also andere Waffen schon, aber Kampfflüger nicht. Dann haben sie Flüger geliefert. Jetzt sagt der eine, wir müssen wahrscheinlich Soldaten stellen. Ich meine, der hat eine Fremdenlegion, der kann das gut sagen, oder? Die kann er natürlich einsetzen für so etwas. Dann sagt der andere, ja gut, aber wir haben Atomwaffen. Meine Damen und Herren, also ich folge da einer Lehre, die vom Otto von Bismarck, der im deutschen Reichskanzler ausgegeben worden ist. Er hat gesagt, wenn in einem Krieg der erste Schuss fällt, dann hat der Politiker keinen Einfluss mehr auf den Krieg. Dann nimmt das eine Eigendynamik an und niemand weiss, wie es rauskommt. Jeder meint, ja, das ist eine kurze Sache und dann ist das erledigt. Und meistens ist es eben keine kurze Sache, sondern eine lange Sache. Und niemand weiss, wie es am Schluss rauskommt. Und das ist die Eskalationsgefahr. Es sollte alles unternommen werden, dass das verhindert werden kann. Das ist doch die Aufgabe, meines Erachtens die Aufgabe von jedem Vernünftigen, von der Menschheit. Und wir da mit unserer einseitigen Presse, mit unseren einseitigen Medien, müssen einfach sagen, so, jetzt tut euch doch einmal mit dem Verhältnis umfassend befassen und nicht nur mit dem Gut und Bös. Ich sage Ihnen noch ein Erlebnis, das ich persönlich hatte in der Ukraine. Also ich bin dann durch das, dass ich mich da schon von den 90er Jahren an damit befasst habe, zweimal dort gewesen, also auf Informationsreisen. Und einmal haben wir können fliegen von Semiferopol, das ist der Flughafen von Jalta, also auf der Krim. Sind wir auf Lemberg geflogen. Das ist etwa 2000 Kilometer. Die Ukraine ist unglaublich gross. Und zwar mit einem Propellerflugzeug, das relativ langsam und relativ tief geflogen ist. Und ich muss Ihnen sagen, das Ausmaß von dem Getreideanbau in dieser Ukraine, das ist absolut unglaublich. Unglaublich, was für eine riesige Fläche damit Getreide angebaut ist. Und dann haben wir am Schluss von dieser Reise haben wir noch so ein Schlussgespräch gehabt mit irgendeinem Offiziellen. Und dann habe ich mal so eine Bemerkung gemacht. Also mindestens ist die Ukraine kein armes Land. Ihr könnt ja schier die ganze Welt ernähren mit dem, was ihr habt an Getreide. Und dann hat er mich so ein bisschen komisch angeschaut und plötzlich hat er gesagt, ja, sie haben schon recht, wenn wir jetzt verkaufen könnten. Und dann habe ich gesagt, ja, was heisst das? Können Sie dann nicht verkaufen? Dann hat er dort, das war also 2008, hat er gesagt, ja nein, Sie sind nicht ins internationale Getreidehandelsabkommen. Das ist ein Unterabkommen von der WTO, von der Welthandelsverträge. Sie sind nicht aufgenommen worden in den internationalen Getreidehandel, und zwar die beiden grössten Getreideexporteure. Ich meine, das ist auf eine Art begreiflich, oder? Die haben nicht so einen Konkurrenten noch wollen haben. Die haben das verhindert. Das war Australien und USA gewesen. Und dann hat es ja einen Präsident gegeben von der Ukraine. Der hatte so einen Arben im Gesicht gehabt, von einem Giftanschlag. Und der hat sich ja im Universitätsspital Zürich hat er sich behandeln lassen.
ist ja all so ein halb Jahr ist er wieder in der Schweiz gsi und ist dann meistens etwa 3 Wochen da gsi für die Weiterbehandlung. Und dann habe ich zu denen gehört, die dann ein Telefon bekommen haben und dann nachher hat man können so im kleinen Kreis den treffen. Das ist der Herr Juschtschenko, der hat übrigens nächstens einen Vortrag an der Universität in Zürich, irgendwie in den nächsten 14 Tagen. Und dann habe ich dann den gefragt, das ist ein bisschen später gewesen, etwa 2012, wie ist denn das jetzt? Sind er immer noch ausgeschlossen vom Getreidehandel? Dann hat er gesagt, nein, das sage ich jetzt nicht mehr so. Das sage ich jetzt nicht mehr gekommen, aber das gehöre ich nicht mehr rein. Und dann habe ich wieder gefragt, ja, wem gehört es denn? Etwa ein Drittel von der Fläche, wo Getreide angebaut ist, das ist eine komplizierte Geschichte. Das ist nicht, man kann in der Ukraine nicht Eigentum haben, man kann auf 99 Jahre mieten, Land. Und das ist im Besitz von den 3 grössten Getreidehandelsgesellschaften in den USA. Und die haben auch den ganzen Getreidehandel, also auch von dem Gebiet, wo er nicht gehört, haben die unter sich. Und dann hat er gesagt, ja, es sei natürlich so, sie hätten jetzt gesicherte Arbeitsplätze auf dem Land. Das sei gut, aber die Einnahmen, die man hat, mit dem Getreidehandel, der geht halt nicht in die Kasse von der Ukraine. Ich meine, die müssen Steuern zahlen natürlich, aber der geht in die Kasse von diesen Gesellschaften. Und ich muss Ihnen sagen, meine spontane Reaktion war, jetzt weiss ich endlich, warum dass die Amerikaner unbedingt wollen, dass die Ukraine in die NATO geht. Oder? Das sind natürlich Milliardeninteressen, die da auf dem Spiel stehen. Und ich meine, darf man das nicht wissen? Das lesen Sie in keiner Zeitung, dass Sie hören, das hat man schon im Zweiten Weltkrieg gewusst, dass das die Kortkammer Europas ist und so, das gehört man schon. Aber über Besitzverhältnis, weil das schließlich nicht unwesentlich sind, gehören Sie nicht. Also, so viel zu dem, was dort passiert. Ich möchte Ihnen einfach noch sagen, damit Sie da Bescheid wissen, jemand, wo ich mal intensiv mit dem können über diese Sache reden. Das war der Außenminister von der Regierung Jelzin, der Herr Primakov. Der war dort mal etwa 10 Tage in der Schweiz, als ich im Parlament war, in der Außenpolitischen Kommission, und hat eigentlich die Aufgabe gehabt, der Schweizer Regierung, das haben sie gesagt, das ist die Regierung von einem neutralen Land, muss das wissen, die neue Außenpolitik von Russland unter der Regierung Jelzin zu erläutern und zu erklären. Und da haben wir die Gelegenheit bekommen von der Russenpolitischen Kommission, dass wir den können treffen. Und ich bin einen Abend lang mit dem zusammen gewesen. Und ich meine, das muss ich sagen, oder? Das ist ein mit allen Wasser gewaschener Außenminister gewesen. Das war ein schlauer Kerl gewesen, aber es war interessant gewesen, was der erzählt hat, was die zentralen Interessen sind von dem Russland. Und er hat dort zum Beispiel gesagt, schauen Sie, Russland ist heute schwach. Wir können nicht viel machen, wenn die anderen Länder Massnahmen treffen, wo wir nicht einverstanden sind damit. Aber Russland wird nicht auf Jahrzehnte raus schwach bleiben. Das wird sich wieder ändern. Und das ist auch eine Erklärung für das, was jetzt passiert. Und dann muss man natürlich eins nicht aus den Augen verlieren. Der Boykott von Westeuropa gegenüber Russland, was hat der zur Folge? Russland war der Lieferant von kostengünstigen Rohstoffen. Man hat es nie so günstig bekommen wie in Russland. Jetzt kommen die nicht mehr. Aber eigenartigerweise stellt man ja fest, dass in Russland die Wirtschaft nicht zugrunde geht, im Gegenteil. Jetzt verkaufen sie die Rohstoffe halt China. Und China hat einen Rohstoffhunger, der schier unendlich ist. Aber China ist auch der schwierigste Konkurrent der westeuropäischen Wirtschaft. Das sieht man in der Autoindustrie. Ich meine,
dass die Deutschen mit ihrer Autoindustrie dermassen in Sackgasse laufen, das Land, wo weltweit die besten Motoren produziert hat, wo man sagt, es ist nichts mehr mit Verbrennermotoren, jetzt muss alles elektrisch sein. Die billigen Elektroautos, die produziert China. Und da werden die Europäer kaum mehr drin reinkommen in dem Markt. Bei den sehr teuren Elektroautos vielleicht noch eher, aber bei den billigen nicht mehr. Das hat dann Auswirkungen. Ich meine, in der deutschen Autoindustrie sind jetzt dann Entlassungen fällig. In sechsstelliger Zahl. Ich konnte selber durch einen Verwandten, der bei VW arbeitet, im letzten September VW-Werk in Wolfsburg besuchen. Das ist jetzt ein anderer Aspekt, der den Welthandel betrifft. Es war sehr interessant, es ist eine riesige Montagehalle, die ist 2,5 Kilometer lang. Da arbeiten Tausende von Robotern, ein wildes Getriebe, aber es hat kaum Menschen dort drin. Aber da wird geschafft, enorm viel. Und neunmal hat es einen Parkplatz gehabt in dieser Halle. Da waren unter Plastik Autos, neue. Also ich hatte den Eindruck, wir konnten nicht ganz nahe können, aber vielleicht von etwa 50 Metern haben wir es gesehen. Das waren Golf, und zwar elektrische. Und dann hat da der Verwandte, der dort arbeitet, der war dabei auf dieser Führung, hat mich am Schluss gefreut und gesagt, hast du eigentlich gemerkt? Sie haben gar nichts gesagt von dem Parkplatz, die da geführt haben. Dann habe ich gesagt, ja, das hätte ich schon gemerkt, ob er dann wüsste, was das sei. Dann habe ich gesagt, ja, wüsste ich schon, was das sei. In Deutschland werden die Autowerke, die nicht gleich viel Elektroauto produzieren wie Verbrennerauto, die werden sehr, sehr massiv gebüßt von der Regierung. Die müssen gleich viel produzieren. Und ich meine, Sie, was ist denn das für eine Regierung, die sagt, wir müssen gleich viel produzieren? Und wir sagen nicht, wir müssen gleich viel verkaufen. Wir müssen gleich viel produzieren, und das ist nicht ganz dasselbe. Und der Parkplatz, der dort war, das sind fabrikneue Autos, Elektroautos, die nicht verkauft werden können, aber sie müssen produziert werden. Die gehen als Neuwagen direkt in die Verschrottung. Im Namen des Umweltschutzes. Meine Damen und Herren, das passiert zurzeit in Westeuropa. Und ich meine, da muss man sich auch wieder fragen, wer regiert da? Dass in der Wirtschaft derartige Fehlleistungen angeordnet werden von der Regierung. Und jetzt hat der Krieg, der treibt jetzt, ich sage jetzt, Metastase. Ich bin vollendet überzeugt, der Überraschungsangriff von Aserbaidschan aufs christliche Bergkarabach, der wäre nicht passiert, wenn nicht gleichzeitig der Ukraine-Krieg gewesen ist. Die Schutzmacht für Armenien ist Russland. Die sind halt anderweitig engagiert gewesen. Da hat man die geholt. Da ist eine 500-jährige Kultur ausgelöscht worden, und zwar für immer. Da muss man sich im Klaren sein. Die Welt hat ja kaum Notiz genommen davon. Ich bin auch überzeugt, dass der Hamas-Angriff im Oktober, der ist gekommen, weil man bei der Hamas kalkuliert hat, ja, die Amerikaner, die sind anderweitig beschäftigt, die werden schon protestieren und so, aber sie sind nicht wirklich handlungsfähig. Ich weiss es nicht, das ist eine Interpretation von mir, weil ich persönlich bin überzeugt, die haben das ausgenutzt. Und sie haben natürlich auch dort einen Schwachpunkt getroffen, wo man heute nichts, kein Wort davon liest. Bekannt ist, das ist jetzt etwa 20 Jahre her, dass Israel nach enormem internationalem Druck den Gazastreifen zurückgegeben hat. Also, sie sind sich zurückgezogen. Und dann stellt sich natürlich jetzt die Frage, wer ist denn eigentlich in dem Gazastreifen zuständig für Regierungsverantwortung? Wer hat die dort? Der Gazastreifen hat sich ja losgelöst
von der Palästinenser-Autonomie. Die ist noch im Westjordanland, aber in Gaza herrscht Hamas. Ja, international gilt, als Staat ist man verantwortlich, dass die Bevölkerung ernährt wird, dass die Bevölkerung in Sicherheit leben kann und dass gegenüber den Nachbarländern das elementare Völkerrecht eingehalten wird. Ich meine, es ist Kriegstaktik von der Hamas, dass sie ihre Stellungen dort platzieren, wo die Leute sind. Also in einem Hochhaus zum Beispiel von der 4. bis zur 6. Etage und unten hat es Leute und oben hat es Leute und die müssen dort wohnen, die dürfen nicht dort raus. Das ist eine eklatante Verletzung vom Kriegsvölkerrecht. Aber wer ist dafür verantwortlich, dass das rückgängig gemacht wird? Eigentlich muss man sagen, ja, abgegeben worden ist das Land an die, die sagen, ja, wir vertreten die internationale Staatengemeinschaft. UNO. Aber die sagen natürlich nichts. Oder? Da wird elementares Recht, das ein Staat darf erwarten von seinem Nachbarland, wird nicht eingehalten. Wer ist dafür verantwortlich? Jetzt sagen die Israelis, es gibt für uns nur eins, wir müssen die eliminieren. Und da kommt man jetzt natürlich, können wir jetzt protestieren, das kann man nicht so machen, das geht nicht. Ja, was sollen sie denn machen? Wenn die staatliche Einheit namens Gaza, was es ja ist, wenn die elementare Bedingungen, die ein Staat muss erfüllen muss, gar nicht will erfüllen, wer trägt denn da dafür die Verantwortung? Es gibt viele Leute da auf der Welt, die zirkulieren, die sich da in Szene setzen und sagen, ja, ich bin die Stimme der internationalen Staatengemeinschaft und die internationale Staatengemeinschaft hat und die internationale Staatengemeinschaft, vielleicht gehört man altbot. Und dann sagen wir mal zu einem, übernehmen wir dann Verantwortung, was das bedeutet für das, was ihr da verlangt. Ja, selbstverständlich, aber wer übernimmt sie dort, wo es brennt? Dort müssen wir sie jetzt übernehmen, da ist niemand dumm. Und wie das ausgeht, das weiß niemand. Dass die Hutti jetzt Schiff beschiessen, also ich glaube nicht, dass sie das gemacht hätten, wenn sie nicht gewusst hätten, dass die Grossmächte, die sind da in kriegerische Handlungen verpflichtet, müssen da ungeheuer aufpassen, was sie jetzt machen. Oder jetzt an vielen Orten auf dieser Welt wachsen jetzt aus Konflikten raus, die schon da sind, plötzlich Handlungen, ja, jetzt haben wir vielleicht Chancen zu einem Schlag und so weiter. Und dann stellt sich die Frage, ja, wer kann denn das noch kontrollieren? Nicht? Das ist das Gefährliche. Wenn Kriegshandlungen stattfinden, dann entgleitet es der Kontrolle der Staatsleute. Es gibt das berühmte Buch von Christopher Clarke zum Ausbruch vom Ersten Weltkrieg unter dem Titel Die Schlafwandler, wo er in Detail zeigt, dass eigentlich keine Regierung damals einen Krieg hat wollen. Mindestens kein grosser Krieg, ein kleiner Feldzug, wo man dann wieder heimkommt im Herbst. An das haben sie schon gedacht. Aber dass es da ein vierjähriges Ringen gibt mit Millionen Toten, das hat natürlich niemand. Da ist man einfach so drin hineingeschlittelt, ohne dass es jemand hat wollen. Das ist das Gefährliche, was wir auch jetzt haben. Und da stellt sich wieder die Frage, was macht die Schweiz jetzt? Wir als Schweiz wissen, dass man mit der Position als Neutrale einem eigenen Land den besten Schutz garantiert haben. In schwersten Auseinandersetzungen auf der Welt hat man das eigene Land können daraus raushalten. Und ich muss sagen, ich kann die absolut altmodische Auffassung, dass eine Regierung von einem Land eine Hauptaufgabe darin zu sehen hat, im eigenen Land Krieg zu ersparen. Eine Politik zu machen,
wo Krieg möglichst vermeidet. Man kann angegriffen werden, darum muss man trotz der Politik selber eine starke Armee haben. Das muss man haben, eine starke Verteidigungsarmee. Darum ist immerwährende bewaffnete Neutralität, das ist die Lebensversicherung von der Schweiz, leider von der Regierung nicht gesehen. Wir haben heute Leute in der Verantwortung, die unglaubliche Verrenkungen machen, dass sie international irgendwelche Bedeutung bekommen können, auftreten an Konferenzen und weiss ich was, der Zelensky umarmen vor laufender Fernsehkamera, all das ist furchtbar wichtig für die. Der Neutrale muss still hocken. Ich habe einmal, also als ich frisch im Parlament war, da in den 90er Jahren, bin ich, wo da die Holocaust-Krise war, bin ich in persönlichen Kontakt gekommen mit dem damaligen hochbetagten Bundesrat Hans Schaffner. Das ist, ich meine, der hat ja im Zweiten Weltkrieg ganz bedeutend für ganz grosse Verdienste für die Schweiz gehabt, weil er da den Nachschub hat müssen garantieren für das Land, dass das Land nicht verhungert ist und dass die Leute nicht arbeitslos geworden sind, die nicht an den Grenzen sind. Und der hat ja in der WTO, da die sogenannte Uruguay-Runde, hat der präsidiert. Das war eine 10-jährige Verhandlung. Dann hat er mir einmal gesagt, wissen Sie, das Wichtigste ist, wenn man als Schweizer so etwas präsidiert, man macht nie selber eine Pressekonferenz. Man tritt nicht in Erscheinung. Wir organisieren es, wir schauen schon, dass das, was für uns wichtig ist, dass das in die richtigen Bahnen kommt. Das schauen wir schon. Aber wir gehen nicht an so eine Pressekonferenz prälagen, was wir da machen. Das machen wir in den Verhandlungen, dort, wo es um die Substanz geht. An die Pressekonferenzen, dort können die Vertreter der grossen Staaten gehen, können da ihr Zeug da präsentieren, wenn es da vielleicht müssen Wahlen bestehen oder weiss ich was. Aber der Neutrale, der so etwas präsidiert, der steht nicht ins Rampenlicht. Das ist natürlich für einen Politiker eine schwierige Aufgabe. Nicht im Rampenlicht stehen, im Hintergrund sein, im Hintergrund organisieren, dass es richtig kommt. Und wenn wir eine Regierung haben, die das verachtet, das nicht kann, dann sage ich nochmal, dann sind wir von innen her bedroht. Dann ein Kleinstaat, wo allenfalls als Zeusler angeschaut wird, der ist dann gleich erledigt auf der Weltkarte. Da muss man sich im Klaren sein. Natürlich haben wir noch eine Armee, die hat nicht nur Schulden, sie kann schon noch etwas, oder? Aber wir müssen jetzt auch dafür sorgen, dass sie wieder besser wird. Man hat sie natürlich fürchterlich vernachlässigt, wo da die Gescheiden gesagt haben, wir sind nur noch von Freunden umzingelt, wir müssen eigentlich gar nichts mehr machen. Ich meine, das sind nicht einmal Linke gewesen, die das gesagt haben. Das ist dann weit bis in die Mitte gegangen. Da sind wir dann von der SVP die Einzigen gewesen, die gesagt haben, der ewige Frieden ist also noch nicht ausgebrochen. Wir müssen eine starke Armee haben. Immerwährende bewaffnete Neutralität, und zwar glaubwürdig bewaffnete Neutralität. Das ist das, was wir müssen haben, was uns Überleben sichert. Und jetzt kommen wir da zu dem neuesten Vertrag, der da auf uns zukommt. Also, es ist ja eben nichts Neues. Alles, was in diesem Vertrag steht, haben wir schon mal in Vertragsentwürfen gehabt. Aber es ist schon eigentlich unglaublich, nachdem wir den Rahmenvertrag, da jetzt vor 3 Jahren, beim Mai sind es 3 Jahre her, wo der Bundesrat erkannt hat, wir bringen, er hat nicht abgeschworen, den Ideen, die er hatte, aber er hat gemerkt, wir bringen den nicht durch in einer Volksabstimmung. Jetzt kommen sie wieder mit dem Gleichen und eiern zu oben und sagen, ja, vielleicht braucht es gar keine Volksabstimmung. Ich meine da, Frau Epinet, die Professorin für Europarecht, die sagt, ja, nur wenn wir einen internationalen Vertrag beitreten, müssen wir das Volk unterbreiten. Man tritt ja nicht der EU bei, man macht nur einen Vertrag mit.
Sie hat aber ausklammert, dass es dann auch noch heisst, wenn elementare Interessen tangiert werden im Rahmen von einer internationalen Verhandlung, dann wird es dem Volk und Stand im obligatorischen Referendum vorgelegt. Das ist geltendes Recht in der Schweiz. Ist einfach ausklammert worden. Keine Zeitung hat den Zieler darüber geschrieben. Alle haben gesagt, ja, der Professor hat gesagt, wir müssen gar nicht. Also wir werden kämpfen darum, dass wir müssen, und wir werden kämpfen darum, dass wir den Vertrag verhindern können. Also, das ist also brandneu. Das ist heute zur Druckerei rausgekommen. Das kommt dann in der nächsten Schweizer Zeit drin, und das werden wir dann also weit verbreiten in der Schweiz. So eröffnet mir jetzt der Abstimmungskampf gegen den Vertrag. Und da muss ich Ihnen sagen, das muss man frühzeitig machen. Wir müssen nicht warten, bis die sagen, ja, wir haben jetzt verhandelt und ja, man ist jetzt dort noch ein Schiedsgericht und dann können wir sonst noch irgendetwas machen. Wir wollen den Vertrag nicht. Wir wollen nicht einen Vertrag, der sagt, jeder Beschluss, der in der Schweiz getroffen wird, wird nur gültig und umgesetzt, wenn Brüssel damit einverstanden ist. Ein Land, das so etwas beschließt, sagt selber, wir sind ja nicht mehr eine selbstständige Einheit, wir sind im Grunde genommen eine Kolonie von den anderen. Wir wollen nicht, dass in einem Vertrag steht, die oberste gerichtliche Instanz für die Schweiz ist ein Gericht außerhalb der Schweiz, nämlich der EU-Gerichtshof. Und dass man der Schweiz gegenüber unterschlägt, dass der EU-Gerichtshof zwei elementare Aufgaben hat, nämlich einerseits ist er tatsächlich für die Rechtsprechung innerhalb der EU, ist das die oberste Instanz. Aber er hat auch noch die Aufgabe, dass er die EU-Rechtsvereinheitlichung muss herbeiführen. Also bei jedem Urteil, das er fällt, muss er auch den Nachweis erbringen, mit dem Urteil, das wir fällen, tun wir die Vereinheitlichung vom Recht im EU-Raum befördern. Und ich meine, was will da die Schweiz? Also, das heisst, jeder, der etwas anderes will, der kommt sowieso unter die Räder. Ich frage Sie wieder, wer regiert uns und wer bedroht uns? Dieser Frage müssen wir uns stellen. Und wir müssen uns im Klaren sein, die da befehlen, das sind nicht einmal Bundesräte und das sind schon gar nicht Parlamentarier. Das sind die die Fäden ziehen. Schauen Sie, das verrate ich jetzt, ich weiss, dass es stimmt, es ist aber nicht öffentlich geworden. Wo man die Vorverhandlungen und das Common Understanding da gemacht hat mit der EU, der hat der Bundesrat, der für die Energieversorgung zuständig ist, auf der Verhandlungsdelegation auf den Tisch gelegt, die und die und die Punkte im Zusammenhang mit der Energieversorgung, die wollen wir dann besprochen haben. Die ist nicht vor den Gesamtbundesrat gekommen. Die Verhandlungsdelegation hat dann gesagt, ja, wir haben es Brüssel vorgelegt, die wollen nicht, das kommt nicht rein. Also, Funktionär. Nicht gewählte Politiker, Spitzenbeamte vielleicht, oder? Die sagen, über was man verhandelt und über was man nicht verhandelt. Und wo sind wir denn da? Ist das noch direkte Demokratie, die da gilt? Und dann muss man fragen, und wo ist denn da das Parlament? Also, was mit dem Parlament passiert? Ich muss Ihnen sagen, das ist für mich unfassbar. Dann passiert etwas tatsächlich Gravierendes, wie zum Beispiel da die Corona-Geschichte. Und dann sagt der Bundesrat, ja, jetzt ist Notrecht, das Parlament schicken wir heim. Wir sind heimgegangen, die Session abgebrochen. Und sind also ein Vierteljahr lang haben wir nichts mehr gehört von Parlamentariern. Ich muss Ihnen sagen, also, ich gehöre offenbar in eine andere Generation an, wenn ich mir jetzt vorstelle, in diesem Parlament wären Leute gesessen. Ich fange jetzt nicht mit der SVP an. Vom Format von einem Helmut Hubacher. Vom Format von einem Franz Muheim. Vom Format von Walter Allgäuber. Vom Format von Christoph Blocher. Die hätten gesagt,
sind die übergeschnappt. Die wollen das Parlament entlassen. Nur weil jetzt etwas Entscheidendes passiert auf der Welt, wenn die das Parlament heimschicken, haben die den Verstand verloren. Das wäre, also ich bin auch überzeugt, das wäre im Bundesrat gar nicht in den Sinn gekommen, zu selben Zeiten irgendeine so eine Idee zu haben. Und das Parlament hat sich heimschicken lassen. In der Energieversorgung, die weiss Gott auch wichtig ist, da sagen sie, ja, sollen machen einen Mantelvertrag. Oder wir wollen gar nicht mehr über die Einzelheiten reden, das soll die Verwaltung machen. Wir sagen dann am Schluss einfach zum Ganzen ja oder nein, oder wissen auch nicht, was wir sagen. Gehört Sie irgendetwas, dass das Parlament sich zu den währungspolitischen Umwälzungen zu Wort meldet, die jetzt gerade stattfinden auf der Welt? Kein Wort. Ich habe ein bisschen den Eindruck, ich meine, es sind ja zum Teil hübsche junge Frauen, die da in dem Parlament sind. Aber die verstehen ihre Rolle als vom Staat zahlte Strassenkleber. Dort machen sie mit, dort sieht man so. Ist ja, ich finde nicht, dass es zum Lachen ist. Aber es ist doch so. Dort sieht man sie, die meinen, sie seien da zum Demonstrieren. Und sagen, ja, bei so komplizierten Vorlagen, die man da hat, ja, da müssen wir einen Assistenten haben. Das geht doch nicht, dass wir das da studieren müssen. Wo der EU-Vertrag, das Common Understanding, gekommen ist. Was haben die gesagt? Sie haben gesagt, ja, wenn dann der Schlussvertrag vorliegt, dann nachher tun wir das anschauen. Sie haben die Vorabmachung, die auch nur noch auf Englisch gekommen ist, und das war ein schwieriges Englisch, weil es natürlich so Juristen-Englisch, das nicht jeder versteht, oder? Das haben sie gar ganz normal gefunden, dass das, ja, das muss man ja gar nicht anschauen, das kommt dann anders. Was ist denn das für ein Parlament, das wir denn da haben? Ein Teenager-Parlament, das überhaupt nicht weiss, dass man Verantwortung hat, wenn man in dem Gremium innen ist. Dass man Beschluss trifft von grosser Tragweite und dass man die im Interesse vom Land muss treffen, so wie man am Anfang ja schwört. Jetzt haben wir in Zürich, das ist jetzt so ein bisschen, gehen wir da richtig Schluss, oder? Haben wir das Attentat gehabt. Dass da ein 50-jähriger konservativer Jude, den man natürlich von seiner Kleidung her erkannt hat als Jude, schwer verletzt hat. Also im Tagesanzeiger ist dann zuerst einmal gestanden, ein Schweizer hat, der Schweizer wurde verhaftet, etwa 5 Mal ist es gestanden. Hat ja jeder gewusst, das muss ein anderer Grund haben. Also, da muss man im Regierungsrat das Kränzchen winden, dass er ausdrücklich gesagt hat, das ist ein Attentat gewesen und das ist ein antisemitisches Attentat gewesen. Gut, unterdessen haben wir dann erfahren, also der Mann hat Eltern aus Tunesien, muslimische Eltern, er ist als 3-Jähriger eingebürgert worden und hat publiziert im Internet, dass er also findet, man müsse also wirklich die Juden, die wir können, müssen wir die umbringen. Ja, und jetzt hören wir, man muss halt in der Schule mehr Antisemitismusunterricht machen. Also, wissen Sie, ich bin selber ja eine Zeit lang Geschichtslehrer gewesen. Ich habe natürlich nichts dagegen, wenn man sagt, wir müssen den Geschichtsunterricht in den Schulen, der ja zum Teil überhaupt abgeschafft ist, oder? Wir müssen das wieder aufwerten, da habe ich nichts dagegen. Aber das ist doch nicht das Problem im Zusammenhang mit dieser Bluttat. Das Problem ist, dass Leute eingewandert sind, die der Meinung sind, wir sind im Heiligen Krieg. Und wir kriegen und wir motivieren Jugendliche, zu Bluttaten. Die wollen wir wissen, wer da dahinter steckt. Und dann wollen wir endlich wissen, wie man mit denen umgeht mit der Einwanderung, wie man mit denen umgeht mit der Einbürgerung. Das sind die Fragen, die jetzt endlich auf den Tisch müssen. Und wenn da irgendjemand sagt, ja, wir müssen halt den Unterricht verstärken, das sind doch nicht die Attentate machen. Die Drahtzieher wollen wir. Die am Ursprung von dem Verbrechen stehen. Ich meine, es hat viele von denen. Und man hat sie einwandern lassen, wie man hat wollen. Oder wie die haben wollen.
Ich meine, haben Sie das gelesen? Wir haben einen Richter im Europäischen Menschenrechtsgerichtshof. Eine ganz feine Existenz ist das. Wo offen sagt, ja, sobald in der Schweiz irgendetwas läuft, wo ein Einwanderer könnte vor den Kopf stoßen, also da ist es ja darum gegangen, dass man einen stark pigmentierten verlangt hat, dann müsste sich einmal ausweisen, weil gewisse Verdächtigungen rum waren. Und mit dem Stichentscheid vom Schweizer in dem Gerichtshof ist die Schweiz verurteilt worden wegen dem. Wissen Sie, wie ein Richter wird in Straßburg, wie das geht? Also der wird nicht gewählt. Der hat niemand gewählt. Die Schweiz, respektive das Justizdepartement, das ist damals, wo der abgeordnet worden ist, unter dem Kommando von der Frau Sommaruga gestanden, muss einen Dreiervorschlag unterbreiten und das Straßburger Gericht sagt dann, welcher von diesen drei das nehmen. Also der jetzt nicht da gegen die Schweiz votiert, ist vom Bundesrat, von einem bundesrätlichen Departement vorgeschlagen worden. Ich meine, wo sind wir denn, wenn die eigene Regierung Leute in ein europäisches Gericht vorschlägt, die sagen, ja, meine Hauptaufgabe ist, dass ich da die Schweiz ins Enkel stelle, wo da wegen allem und jedem kann man der Rassismus unterstellen. Also, wie bleibt ein Land in der heutigen Situation, wo auch die Schweiz darin hineinsteht, was ist wichtig, dass es in Frieden und in Sicherheit überleben kann? Wichtig ist vor allem anderen, dass es eigenständig handlungsfähig ist, dass es für sich kann entscheiden kann, was für das Land am wichtigsten ist, ohne dass man einen von der internationalen Ebene dreht. Selbstständige, eigenständige Handlungsfähigkeit. Und der, der die Handlungsfähigkeit einschränkt, der bedroht uns. Und leider haben wir solche, die die von außen versuchen einzuschränken, aber wir haben auch solche, die sie von innen wollen einschränken. Gegen die müssen wir antreten. Also, wir eröffnen den Kampf gegen den Vertrag. Mit dem Flyer, wo wir jetzt, also, was ist heute Mittwoch? Am Freitag ist dann die in der Schweizer Zeit und dann werden sie gefragt, dass sie da mithelfen, dass wir eine grosse Verbreitung anbringen. Von den nächsten Wochen an tun wir, das richtet sich dann vor allem an jüngere Leute natürlich, so ein paar Clips schalten, wo zugegeben verkürzt den Vertrag vorstellen. Übrigens, wissen Sie auch, dass wir dann zahlen müssen, wenn wir den Vertrag unterschreiben würden. Einen Jahresbeitrag müssen wir der EU zahlen. Wissen Sie, wie der formuliert ist in diesem Vertrag? Also, da drin steht, die Schweiz muss einen Jahresbeitrag zahlen, nachdem sie jetzt ja zweimal Kohäsionsmilliarden bezahlt hat. Die EU allein bestimmt, wie hoch der Betrag ist. Die Schweiz hat nichts dazu zu sagen. Und dann steht auch noch, das ist dann der Clou. Die EU wird die Höhe des Betrags erst sagen, wenn die Schweiz unterschrieben hat. Das ist so formuliert, allen Ernstes. Also, wir wissen, was wir zu tun haben. Ich sage Ihnen, helfen Sie mit, dass es wenigstens zu dem Medieneintopf, den wir haben, eine Alternative gibt. Das sind nicht nur wir, aber wir sind es auch. Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie mithelfen, dass wir unsere Stimme erheben können. Es ist einfach wichtig, dass es noch ein paar unabhängige Stimmen gibt. Vielleicht auch solche, die sich getrauen, Sachen zu sagen, die sich andere schon längstens nicht mehr getrauen. Das ist unsere Aufgabe. Das ist unser Ziel und dafür sind wir dankbar, wenn Sie uns unterstützen.
Wir haben jetzt noch Zeit, ein bisschen zu diskutieren. Wer will sich äußern? Ah, oh, das ist der Luzi Stamm, ne? Ja, mich blendet das Licht so, das sehe ich gar nicht. Ich habe auf die Zeit geschaut und ich habe ein schlechtes Gewissen, ich mache es so kurz wie möglich. Aber ich bin unter konstantem Zeitdruck und habe mir gesagt, heute oben muss ich aber gehen. Der Mensch da vorne ist noch 10 Jahre älter als ich. Ich bin sogar ein bisschen vor ihm in den Nationalrat gekommen. Aber ich weiss nicht, ein Thema, wo wir verschiedener Meinung sind. Und ich, lieber Uli, setze Gottfried Stutz die Hoffnungen in dich, wenn ich sehe, was um uns herum läuft. Es haben jetzt alle gesagt, die SVP habe im Oktober Fortschritt gemacht. Wenn man aber mit 2015 vergleicht, sind wir nicht mehr auf diesem Niveau. Im Kanton Aargau haben wir den 7. Nationalratssitz wieder gemacht. Wir sind wieder ein bisschen draufgekommen, von 38 ab auf 31 und jetzt wieder 35. Aber alle haben verschwiegen. Wir haben zwar wieder einen Nationalrat mehr, aber Ständerat verloren. In Zürich identisch das Gleiche. Und das, obwohl wir im Vorjahr 24.511 Asylbewerber hatten, 24.511, plus 74.000 Ukrainer, gleich 99 Ungarn 1000. Jeder von denen kann gratis zum Zahnarzt. Warum, Gottfried Stutz, machen wir denn nicht mehr vorwärts? Wir machen nur dann vorwärts, wenn wir Leute wie der Uli Schlür unterstützen. Das ist meine einzige Hoffnung. Das Beispiel Norditalien ist genial. Stellen Sie sich vor, ich nehme an, Sie kennen entweder Venedig oder Florenz oder Siena. Stellen Sie sich vor, das Zeug wäre flach, wenn man nicht das Beispiel gehabt hätte, das du jetzt zufälligerweise erzählt hast, mit dem Schweizer Vertreter, der führen ist und dafür gesorgt hat, dass das nicht passiert ist. Und wir bei der Holocaust-Krise, du und ich im Parlament sitzen, haben uns vom Stuart Eisenstadt, Sekretär der USA, müssen vorwerfen, die Schweiz hat den Krieg verlängert. Wir sind im falschen Film. Ja. Wenn nicht wir es können drüllen, wer denn sonst? Dank der 10.000 Mal. Dank der 1.000 Mal längt nicht. Dank der 10.000 Mal für den Einsatz. Vielleicht. Zu der Situation von der SVP bei den letzten Wahlen. Dort hat man ja eigentlich auch von der SVP natürlich alles daran gesetzt, dass vor allem einfach die bürgerlichen Kräfte gestärkt werden. Und man hat für die Listenverbindung sich eingesetzt, in möglichst vielen Kantonen die Listenverbindung mit den Freisinnigen. Und es stimmt, also der Freisinnigen hat es etwas gebracht, uns hat es, also es gibt glaube einen Kanton, wo wir irgendeinen Sitz gemacht haben, wo wir nicht gemacht hätten ohne die Listenverbindung. Aber eigentlich bin ich klar der Meinung, und da äußere ich mich auch klar innerhalb vom Vorstand, jetzt gilt es, unsere Position zu stärken. Dann gewinnen wir tatsächlich keine Ständeratswahl. Wir kommen nicht auf 50%. Aber dann wollen wir wenigstens im Nationalrat markant Fortschritt machen. Und ich meine, man hat jetzt sich da unter die bürgerliche Führung gebückt, bei dieser AHV-Abstimmung. Ich bin ganz klar der Meinung, wenn wir jetzt im Juni dann da die Krankenversicherungsabstimmung haben, die natürlich eine ähnliche Situation ist, ich verstehe doch einerseits, dass Leute sagen, ja, wenn die da 5 Milliarden im Jahr zum Fenster rausrühren für Asylanten, wo die meisten ja Asylbetrüger sind, dass sie eine Entwicklungsbürokratie weltweit finanzieren mit mehreren Milliarden
dass ich zeige, ja, jetzt komme ich einmal dran. Und ich meine, warum steigen die Krankenkassenprämien so? Wenn wir mehrere 10'000 haben, also das letzte Jahr haben wir 100'000 netto 100'000 Zuwanderer gehabt, wo die meisten von denen, nicht alle, die ziehen voll, ohne je einen Franken einzuzahlen aus eigener Kraft. Ist doch logisch, dass die Prämien explodieren von denen, die zahlen können. Und das muss auf den Tisch vor dieser Abstimmung. Und das muss so auf den Tisch, dass der Bundesrat klar macht, was er für Massnahmen trifft, dass jetzt die Asylbetrüger nicht gratis Krankenversicherung in der Schweiz haben. Mindestens das. Da muss man jetzt also wirklich da die Solidarität unter den bürgerlichen Parteien, die ja nicht mehr als eine Woche bis nach der Wahl gehebt hat, gerade bei der Ständeratswahl im Kanton Zürich hat sie ja bereits dann nicht mehr gespielt, oder? Da muss man jetzt sagen, das haben wir jetzt gemacht, wir haben uns dafür eingesetzt, aber das letzte Mal schauen wir nur für uns allein. Da machen wir im Nationalrat natürlich mehr. Das ist für mich schon klar. Ich habe auch noch, also einerseits einmal haben Sie ja sehr viel über die Neutralität geredet, was ich sehr gut finde. Und da gibt es, ich denke, wir sollten alle etwas machen. Und da gibt es eine Initiative, die Neutralitätsinitiative, die man unterschreiben kann. Das ist sehr wichtig, die ist also immer am Sammeln, die sind noch nicht zustande gekommen. Da müssen wir also noch mal in die Hose steigen. Also, ich sage Ihnen jetzt, ja. Sie läuft ja, also die Auszählung passiert bei uns im Büro. Die Initiative kommt zustande. Das ist jetzt gut gelaufen in den letzten Tagen und heute sind noch mal mehrere Pakete gekommen. Es läuft jetzt gut, die kommt zustande. Aber wenn Sie noch Unterschriftenbögen haben, bitte sofort einschicken. Weil man schließt jetzt ab. Dann haben Sie geredet wegen dem neuen EU-Vertrag, also wo da auch wieder ein neues Damoklesschwert ist, das über unser Land kommt. Und das ist auch wirklich eine Gefahr. Da kann ich mit Ihnen vollends übereinstimmen. Es gibt aber dieses Jahr ebenfalls eine Bedrohung von diesem Land. Das ist leider noch nicht erwähnt worden. Und das ist der Pandemievertrag von der WHO. Wenn der durchkommt, dann kann der Tedros uns befehlen, was wir hier machen für Massnahmen und kann auch gleichzeitig noch sagen, was die Medien sagen müssen. Und er hat also weitreichende Kompetenzen. Und es gibt eine Initiative, die auch das würde aufhalten. Und die heisst Souveränitätsinitiative. Und die müssen wir auch noch sammeln. Schauen Sie jetzt, es ist einfach so, wir müssen es ein bisschen hintereinander machen. Wir haben jetzt die Schweizer Zeit, wo der Freitag rauskommt. Da kommt jetzt unsere eigene Kampagne wegen der EU mit Beilagen dorthin. 14 Tage später kommt die WHO-Aktion von Zukunft.ch als Beilage in der Schweizer Zeit mit einem Artikel in der Schweizer Zeit. Nochmal 14 Tage später kommt die Petition von Pro Schweiz zu der WHO-Geschichte als Beilage mit der Schweizer Zeit in die Haushaltung. Also, wir sind dort überall dabei, aber wir müssen es ein bisschen hintereinander machen. Oder? Wir können nicht mit der gleichen Zeitung drei verschiedene Sachen präsentieren. Verständlich. Nur die Initiative ist wirksamer als eine Petition. Also empfehlen gut, dass die Petition ist natürlich im Blick auf den Bundesratsentscheid, der jetzt da fällig ist. Oder? Okay. Dann, was das Dritte und Letzte, wir wissen ja, dass da einiges im Gang, also im Zug von Corona weiss man, dass sehr vieles im Gang ist. Es gibt eine Elite, die versucht, weltweit Spargeld, also Digitalwährung einzuführen, Spargeld abzuschaffen und uns so in die Mangel zu nehmen. Also das hat man zum Beispiel in Kanada gesehen, wo die Truckers, die gegen die Massnahmen demonstriert haben, dass der
der Trudeau denen das Konto gesperrt hat. Und wenn wir kein Bargeld mehr haben, dann sind wir diesen Mächten noch viel mehr ausgeliefert. Und da gibt es eine Initiative zur Erhaltung von Bargeld, die man ebenfalls kann unterschreiben kann. Unabhängige Seite. Wer für Bargeld bezahlen will, muss mit Bargeld bezahlen können. Ja, das kann man auch. Ja, jetzt muss ich Ihnen sagen. Ja, jetzt schon noch, aber es gibt bereits... Ja, nein, es gibt bereits Läden, wo es nicht mehr möglich ist. Wir haben nur eins, Bargeld muss angenommen werden. Wenn ich in Zürich in einer Lage gehe, wo ich nur mit der Karte zahlen kann, dann nehme ich das mit und gebe ihnen noch die Adressen und dann können sie mir die Rechnung schicken. Aber sonst zahle ich überall mit der Karte. Nur ich lasse mich nicht zwingen. Also, die Bargeldinitiative, die Bargeldinitiative ist eingereicht. Da haben wir, vor einem Jahr ist das gewesen. Das ist Bargeld 1. Bargeld 1 ist eingereicht worden. Das war ein einfacher Ding, Artikel, da gibt es einen Gegenvorschlag. Aber der verhindert nicht, dass wir zum Beispiel das SBB will, Billettautomaten zu tun. Es verhindert nicht, dass jetzt überall das Zeug abschaffen. Für das braucht es die besser formulierte Bargeld 2 Initiative. Und die ist ja noch im Sammelstadium. Nach geltendem Recht haben sie das Recht, tatsächlich alles mit Bargeld zu zahlen. Das haben sie. Theoretisch, ja. Mich nimmt es Wunder, wenn dann der Erste bei der SBB sagt, ihr habt nur einen Automat, ich kann mit Bargeld zahlen. Laut Gesetz habe ich das Recht, mit Bargeld zu zahlen. Was dann passiert, weiss ich nicht. Aber im Moment geht es noch. Wobei, ich gebe Ihnen recht, es ist gefährdet. Die EU vor allem ist da an der Spitze, will das Bargeld abschaffen. Weil, ich meine, also, ich habe fast ein bisschen Verständnis, oder? Die sind dermaßen verschuldet. Sie haben ja in Zypern haben sie den Versuch gemacht, dass sie, weil jeder hat müssen sein Geld elektronisch gespeichert haben, haben sie ja dann dort alles, was über 100'000 war auf der Konto, haben sie eingezogen, oder? Das haben sie gemacht in Zypern. Und dann muss ich Ihnen sagen, da ist etwas unterwegs von Seite von der Europäischen Union. Wir haben uns jetzt gerade das Copyright für den Artikel gesichert. Das ist wirklich gravierend. Also, die EU will das Bargeld abschaffen, will die vollumfängliche Kontrolle über alle Vermögenswerte, die man überhaupt hat. Also sie haben ausdrücklich noch aufgeführt, wenn man eine Briefmarkensammlung hat, muss man die auch versteuern. Das ist wahr. Das ist also wahr. Ja. Gut, weitere. Also, eine haben wir noch. Eine Frage oder eine. Neutralitäts habe ich Unterschriften gesammelt. Ich sammle sowieso Unterschriften. Ich kann auch für eine andere Partei sein. Ich bin keine Partei. Da komme ich letzte Zettel über noch zum Unterschreiben. Dann denke ich ja, zu wem? Wer hat schon unterschrieben? Und wer nicht? Dann kann ich gedacht, ja, geh mal ins Villaviertel, wo die Besseren sind. Ich bin abgekantet worden wie noch nie. Und ich bin ein guter Unterschriftensammler. Also wenn ich komme, dann sehe ich in 5 Minuten, dass der das mir nicht unterschreibt oder dass ich mit dem kann diskutieren. Aber dass man den mich persönlich angreift, das ist mir noch nie vorgekommen. Als in dem verdammten Villenviertel. Oder? Wir lachen jetzt zu ihnen. Aber die sind die, die uns ums Verrecken in die EU hinein führen. Und wenn wir die Neutralität nicht mehr haben, dann können wir unseren Staat auflösen. Und weil ich noch Schweizer bin, also direkt von der Schweiz. Da haben wir nämlich noch einen Bundesbrief, also einen Brief von 1315, der sagt, dass wir keinen Richter anerkennen müssen, der vom Auswärtigen kommt. Also der Kanton Schweiz, sage ich heute, der kann aus der Eidgenossenschaft austreten, wenn wir wollen. Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen, dass die ganze Eidgenossenschaft neutral bleibt und das Bargeld und alles. Also,
besten Dank. Wir gehen jetzt in den Raum weiter und dort gibt es noch ein kühlendes Glas.